Kann man die Pfeile einsammeln? Nein, leider nicht. Oh Mann. Hier hast du dich versteckt, du Mistvieh. Ist das das, was du in der Mine gesucht hast? Diese kleine Spinne? Nein, das war ein großer Werwolf. Deswegen ist die Mine vorerst geschlossen. Das wollte ich fragen. Die ist vorerst geschlossen. Mir und dem Herrn Melvin ist da ein Werwolf zu Gesicht bekommen, der dann nach unten in die Mine geflüchtet ist, als wir ihn angegriffen haben. Und wir müssen das mit dem Herrn Melvin, den Zaubern und der Stadtwache erstmal da unten alles kontrollieren, genau. Okay. Und wo soll ich so lange arbeiten, da ich nächste Woche nicht da sein werde? Der Berg ist... Eine zweite Mine. Ja, der Berg ist groß genug. Also ich... Vielleicht weißt du ja, welcher Gang genau abgesperrt wurde. Vielleicht nee, etwas tiefer abgesperrt. Das Seltsame ist, wir sind reingegangen und der stand um die Ecke. Aha. Und als wir ihn angegriffen haben, du hast ja abgesperrt, das heißt, vielleicht schaut man rein, ob er da ist. Wenn da ja, dann töten. Wenn nicht, dann etwas tiefer verlegen die Zusperrung und dann kann der einen Seitentunnel aufmachen. Aber übrigens, da hinten ist ja noch so ein Höhleneingang mit zwei Fackeln ausgeleuchtet. Ich denke mal, da waren sie auch schon. Dann gehen sie erstmal dort rein. Das Problem ist, ich meine, dass es eine Höhle gibt, die damit und mit einer Höhle, die nach draußen führt, verbunden ist. Sprich, es kann sein, dass er rausgekommen ist. Das werden wir dann alles überprüfen, wenn der Herr Melvin mehr Zeit hat. Okay. Ich will auch so ein Ding. Oh, ach komm schon, lass mich in Ruhe. Ich glaube, da haben sie ein paar mehr auf dich abgesehen. Ach. Ja, toll. Ach, lass mich doch in Ruhe. Sprich, ich müsste fast jede 2 Minuten zu Ihnen kommen. Warte mal. Haben Sie... Da gäbe es eine Möglichkeit. Haben Sie... Hi. Herr Ramon? Boah, ist der Herr Ramon etwa auch ein Zauberer? Da war er auf einmal weg. Wirklich. So. Ui. Ja, seien Sie vorsichtig. Warum? Das könnte irgendwann ins Auge gehen. Was? Ja. Naja. Geh mir teure Sachen kaufen. Ja, viel Spaß dabei. Wenn Sie dann mal fertig sind mit Ihrem Flugschiff. Ja. Ich würde dann mal wegen den Ärzten. Ich habe die jetzt noch bei mir gelassen. Ja. Ich würde die dann gerne mal holen gehen. Und dass wir uns dann mal vielleicht hinsetzen und gucken können, was man daraus alles machen kann. Was sind das denn für Erz? Einmal Diamanten, die ich hier unten beim Herrn Tobias gekauft habe, und dann ist so ein grüner Stein. Ein grüner Stein? Ja, das ist so ähnlich wie ein Diamant, nur grün. Ach so, ja. Daraus lässt sich einiges herstellen. Also anstellen mit der Waffe oder Werkzeug, je nachdem, wie Sie wollen. Ja. Damit man so ziemlich alles, naja, stabiler machen. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Scheiße, ich komme hier runter.
Hinknien müssen sie sich. Nee. Ich meine. Ja, ich. Fliegen sie doch erstmal zu ihrem Haus. Ja, ich müsste ja dann erstmal runterkommen, weil mein Haus ist dann viel zu niedrig. Dann landen sie auf dem Baum neben ihrem Haus. Der müsste hoch genug sein. Ich warte bei ihrem Haus. Warum brennt das hier? Wie bitte? Warum brennt das dort? Weil ein Hunter einen Rung hat, der Feuerpfeile schießt. Also ich sehe hier nur einen mit einer Kugel und den, der normale, der ist doof. Dahin? Hier hinten ist noch einer, aber ich glaube nicht, dass der dahin schießt. Hm. Ja, gut, doch, das könnte schon sein. Ja, gut, vom Winkel nicht. Ja, die haben alle zu viel Wein getrunken heute irgendwie. Ja, ich glaube besonders der, weil der immer wieder gegen die eine Mann schießt. Der ist doof. ja. Lassen Sie sich nicht von den Trunkenbolden ärgern. Hatte ich nicht vor. Und wissen Sie, warum hier wieder so ein Loch ist und die Bäume nicht ganz umgefallen sind? Also ich bin hier zu Ihnen gelaufen, hier so um an sein Haus, damit ich Ihnen das Leder verkaufen kann. Dann war ich tot. Oder mal umgekippt oder sonst irgendwas. Hm. Dürfen Sie auch nicht so viel trinken? Wahrscheinlich sollte ich mal was trinken. Ich habe nämlich einen oder das. Viel getrunken. Hier haben Sie einen Kaffee. Oh, so. Danke. Bitteschön. Ja, ich muss mich nur ganz kurz um die kaputten Bäume hier kümmern. Okay. So, wovon denn? Keine Ahnung. Nicht, dass sie wirklich an meinem Eisenbein waren. Nix. Also. Gehen wir uns jetzt mal über die Ärzte unterhalten. Ja, ja, fix. Ich möchte mich gleich nochmal kurz. Mit ihm. Nicht entsinnen. Okay. Ja, auch. Okay. So. Es ist zwar jetzt nur einer, den ich von denen hab. Nee, das reicht völlig aus. Alter, was macht der in meinem Hof? Naja, aber ich dachte vielleicht, okay. Nee, das geht nicht so, wie ich das gern hätte. Was? Ich dachte vielleicht daraus so eine schöne Kampfaxt machen. Aber vielleicht geht das ja aus dem hier. Aus dem blauen geht das, ja. Daraus könnte ich... Neun Stück, woher haben sie die? Gekauft. Von dem Herrn Tobias. Der hat ganz viele da drin. Oder hatte. Oh. Dass sie vielleicht so eine... Doppelaxt herstellen können, mit der ich kämpfen kann. Ja, ja. Und eventuell so eine... Ja... Wenn es reicht, eine richtige Axt zum Bäume fällen. Gut. Soll ich die Haltbarkeit, also die Haltbarkeit von dem Dinger noch etwas beisetzen? Halt ein bisschen stabiler machen, so. Wissen Sie? Naja, ich glaube, die Kampfaxt, die hat schon so 1500... Nee, ich meine jetzt die Axt, diese Axt. Zum halt. Bäume fällen. Ja, ja. Ja, toben sie sich aus, solange es gut ist und dass die Bäume umkippen. Okay. Und die nicht so schnell kaputt geht halt oder stumpf wird. Ja, Gut, können Sie Herrn Seibert, Tobias, ausrichten, dass
ich gleich nachher zu Ihnen komme, weil ich müsste jetzt kurz... Also die Höflichkeit gebietet es, dass man anklopft und wartet, bis jemand hereinsagt. Naja, sehr immer. Naja, trotzdem, ja, was ist, wenn Sie jetzt hier eine das Fräulein Sissy da haben und eine Zwei-Personen-Party feiern? Das wäre dann... die gehen aber auch ein und aus bei Ihnen, wie bei mir. Ja. Irgendwann mache ich ein Bild. wenn diese Kerle hier nochmal ungefragt reinkommen, ja, dann... Ich sag's dir. Ja. Dann sterben nicht nur Werwölfe. Solange ich das nicht sehe. Ja gut. Melden Sie sich, wenn Sie das Zeug verarbeitet haben und wir wollen den... Gut. Den Hund nicht warten lassen. Ja. Fräulein Sissy. Ja? Sie rennen hier ganz ohne Rüstung rum. Ich habe eine Methode gefunden, dafür brauche ich natürlich auch das Tierleder, womit ich diese andere Lederrüstung herstellen kann, die etwas besser ist als die normale Tierhautlederrüstung. Ich bräuchte allerdings so einen Kochpott dazu. Ich höre hier was. Könnten Sie mir da eventuell so einen Pott herstellen? Dann würde ich ihn im Gegenzug, wenn dann diese Pflanze gewachsen ist, die ich verarbeiten muss dazu, die erste Rüstung umsonst geben. Gerne. Ich brauche den Pott nämlich tatsächlich auch noch. Okay, was brauchen Sie irgendwas Bestimmtes dazu? Siegel. Die bekomme ich woher? Ich frage Tobias nachher mal, wenn ich ihn erwisch, ob er da noch was hat. Also er ist gerade beim Herrn Tyrox Ramon drinne gewesen. Okay. Also wenn Sie sich beeilen, erwischen Sie ihn noch. Ich schau mal. Okay.